Wir sind im Westen Frankreichs in Nantes. In der östlichen Bretagne startet der zweite Spieltag der Agritechniker Blogger League 2019, der Manitou-Spieltag. Drei Challenges stehen auf dem Programm, drei Aufgaben, die es in sich haben. Und damit herzlich willkommen zur Agritechniker Blogger League 2019, Deutschlands erfolgreichster Agrarblogger im direkten Wettbewerb. Es geht in die nächste Runde, der Countdown läuft und los geht's. Bei schönstem Wetter unter der französischen Sonne, sehr gute Voraussetzungen also. Und wir schauen auf unsere Blogger, hier die kurze Vorstellung. Sebastian. Aus der Nordeifel mit über 50.000 Abonnenten auf YouTube. Der Mann mit der Sonnenbrille, Christoph Kolmer. Er hat über 100.000 Abonnenten auf seinem YouTube-Channel. Florian konzentriert sich voll und ganz auf Instagram, gut 80.000 Abonnenten dort. Der Fretschle. Und Michel ist natürlich auch wieder mit dabei. Der Mann für die Landtechnik-Videos der ganz besonderen Art. Hier das aktuelle Ranking nach dem ersten Spieltag. So sieht das Gesamtklassement aus. Unsere Blogger liegen dicht beieinander. Michel liegt in Führung mit 25 Zählern. Dahinter Basti und Chris mit jeweils 24. Und Flo auf Rang 4 mit 23 Zählern. Und wir schauen jetzt mal auf die erste Challenge, die Aufgabe, Beladung eines LKW mit Getreide, das Ganze möglichst sauber und sicher und dreimal hintereinander. Sebastian geht als erster an den Start, der Älteste muss also wieder mal als erster ran. Warte, da fahre ich ja eigentlich relativ viel zu Hause beim Füttern. Ich hoffe, dass das jetzt ein Vorteil ist für mich zum Fahren. Ich habe tagelang probiert mit Radar zu fahren und ja, gestern Abend haben wir uns nochmal intensiv darauf vorbereitet bei einem anderen Schnaps, dass wir heute etwas feinfühliger sind im gefühlvollen Fahren. Heute reißen wir nochmal alles raus und dann wird es noch besser als letztes Mal. Mein Motto, der Sieg ist alles. Wir schauen auf die Startphase. Sebastian steuert den Teleskoplader zügig und sicher. Hohe Bodenfreiheit, ausgezeichnete Zugkraft und hohe Hydraulikleistung machen diesen Teleskoplader ja zu einem perfekten Assistenten. Das sieht gut aus. Florian geht als Zweiter ins Rennen, verliert aber ordentlich Getreide. Das ist alles andere als saubere Arbeit. Mal schauen, ob Christoph das besser macht. Das sieht gut aus beim Mann aus Bayern. Zielsicher und sehr bestimmt. Seine Zwischenzeit 19 Sekunden. Michel ist jetzt dran, sitzt sehr entspannt in der schallgedämpften Kabine. Vielleicht zu entspannt. Er ist ein bisschen langsamer. Und wir nehmen jetzt mal Christoph genauer unter die Lupe. Beim Rückwärtsfahren verliert er ein bisschen Getreide und auch beim Beladen. Michel macht es besser, aber auch er verliert viel Getreide beim Beladen. Sauberes Arbeiten, darauf kommt es ja an in dieser Challenge. Was sagt Sebastian zu seiner Leistung? Wir hören mal kurz rein ins Interview. Ich denke mal, wird gar nicht so schlecht sein. Auf jeden Fall nicht die schlechteste Zeit, hoffentlich. Ich habe sauber gearbeitet, aber was da vorher lag, das ist nicht von mir. Ein paar Krümmel, ganz ohne geht's nicht. Florian macht seinen Job ganz ordentlich, zügig unterwegs. Bisher ist er der Schnellste, aber so richtig sauber arbeitet er wirklich nicht. Was sagt er selbst dazu? Ja, ich glaube, schnell war ich, aber sauber nicht unbedingt. Da habe ich halt ein Ziel verfehlt, aber kann passieren. Christoph lässt es ein wenig ruhiger und mit Bedacht dann gehen. Sehr langsam macht er das. Muss eigentlich sagen, hat gut funktioniert. Meines Erachtens, ich weiß nicht, wie es jetzt die anderen sehen, aber also ich habe relativ wenig Getreide verloren, habe die Schaufel immer ziemlich voll gemacht und bin auch nicht angeeckt. Also alles gut gelaufen, meiner Meinung nach. Bleibt noch Michel. Er ist bei dieser Challenge nicht der Schnellste und auch nicht der Sauberste. Was ist denn da los? Da sind wir von Michel sonst aber anderes gewohnt.
ging ein bisschen was daneben. Ich war ein bisschen überrascht auch von der Power von der Maschine beim Reinfahren. Deswegen waren die Schaufeln auch von vornherein zu voll. Und also so würde ich zu Hause kein Getreide laden. Jetzt muss ich natürlich zum Schluss das Risiko einfach reingehen und die letzte Schaufel da voll reindonnern. Und hat wohl nicht ganz gereicht. Ja, ich muss es jetzt beim Strohladen rausholen. Und dann schauen wir mal, wie es da geht. Okay, und wir schauen auf die aktuellen Rundenzeiten. Florian 2 Minuten 15, Sebastian 2 Minuten 24. Dahinter liegt Christoph mit 2 Minuten 43 Sekunden. Deutlicher Abstand. Und Michel am Ende mit 2 Minuten 45 ist er der Langsamste. Aber Geschwindigkeit ist ja nicht das einzige Kriterium bei dieser Challenge und deswegen müssen unsere Stahlburger jetzt vor die Jury. Ganz klar, Christoph gibt sich noch siegessicher, aber er bekommt jetzt seine Wertung. Nur 5 Punkte für Christoph. Trotzdem gibt's natürlich Applaus. Wer bekommt die 7 Punkte? Die gehen an Michel und an Florian. Beide schnell gefahren, aber auch sehr unsauber gearbeitet. Deswegen nur 7 Punkte. 9 Punkte bekommt Sebastian. Schnell gefahren und sauber beladen. Glückwunsch. Bei der ersten Challenge habe ich mich ein bisschen blöd angestellt, sagen wir mal vorsichtig. Da war der Druck von vornherein wahrscheinlich ein bisschen zu hoch. War ein bisschen viel rumgekleckert. Wenn jemand bei mir auf dem Betrieb so kleckern würde, dann würde er wahrscheinlich nicht lange da bleiben. Ja, zweiter Platz. Super Platzierung. Ich habe mich gehofft. Teleskoplader fahre ich echt gern. Also ich bin hochzufrieden mit dem Ergebnis. Erster wäre besser gewesen, aber ich gönne es dem älteren Herr. Also. Alter, vor Schönheit. Hier der Blick auf den Gesamtstand. So sieht es aus nach der ersten Challenge von Spieltag 2. Der Blogger liegt 2019. Sebastian liegt vorne mit 33 Punkten. Michel dahinter mit 32. Flo hat 30 Zähler und Christoph nur insgesamt 29 Punkte nach dieser ersten Challenge am zweiten Spieltag. Und das war die erste Challenge beim Manitou-Spieltag in Frankreich. Wir kommen in Kürze wieder, dann mit Challenge Nummer 2. Die Agritechniker Blogger League 2019. Gerne liken, teilen und weiterempfehlen. Wir sind ganz bald wieder für euch da. Take care, whatever you do, wherever you are. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.